Wir haben quasi nur noch Medikit, keine Energy Drinks mehr. Ich finde sehr krass, dass sie das akkurat gemacht haben, dass in jedem dieser Gebäude so zwei Toiletträume sind. Ja, das stimmt. Es ist nachvollziehbare Architektur. Boah, das ist ja anstrengend gerade. Hier ist noch was, ich weiß das. So, hä, wo denn? Ach fuck, entschuldige. Ja, nee, man kann es nicht. Achso, ich muss ja nach unten laufen, das habe ich vergessen. Ich habe gerade gewundert, warum die Kamera sich nicht ändert, weil Achso. Ich da hier noch. Oh Gott. Warum? Das ist so weird. Es ist wirklich komisch. Es muss irgendeine Tastenkombination sein. Nee, bei mir geht die Kamera auch nicht hin. Hä, wo ist denn dann hier was? Ja, hier, also die Tür geht halt nicht auf. Vielleicht kann man die. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Gut. Haben wir irgendwas aufgenommen gerade, ohne es mitzukriegen? Weird. Vielleicht irgendwie ein Energy Drink oder so. Ist halt schwer zu sehen, wenn es hier die ganze Zeit blinkt, wie blöd. Warum bin ich denn jetzt wieder verletzt? Ich habe gerade getrunken. Vielleicht war es nicht genug, war es zu stark verletzt. Energy Drink wird ja weniger machen als. Oh, jeez. Oh ja. Naja, ich warte trotzdem nochmal. Einmal lasse ich mich danach noch treffen. Vielleicht speichern wir nochmal, wir haben ja genug Discs. Aber wir wollen gleich speichern, ne? Wenn wir ja, wenn wir haben. Aufhören. Schläger. Ach, hier wieder. Hier ist noch was zu erledigen. Yep. Gehst du einfach nur in den Mädchenraum? Ah, in diese abgeschlossene Tür kann man da rein. Du musst wieder das Ding benutzen hier. Genau. Schraubendreher. Weißt du, da war ja. Oh! Mal den! Unangenehm. Man kann, muss hier doch nur rein. Was für riesige Maden das auch waren. Ja, ist aber cool, Munition. Ja. Wobei es momentan wirklich mehr an Heil-Items mangelt als auf jeden an, Fall. Als an der Offensive. Okay, was oh vielleicht Gott. Der Grund ist, warum wir die Pistolen benutzen sollten, lieber. Sehr gut. Erst gemeinsam L1 halten, dann geht das sofort weg. Jetzt bin ich aber auch ganz schön. Alter. Ich glaube, es ist noch okay. Ja. Ich glaube schon. Wir gucken mal, ob deins rot ist als meins oder umgekehrt. Ich glaube, wir haben noch. Wir sind beide sehr. Ich würde mal gucken, wie lange man noch. Gleich kann. Auf. Ich frage mich halt, wenn man stirbt, ist dann ja. Wirklich letzter Speicherstand oder macht der gleichzeitig schon. Checkpoints? Glaube ich nicht. Ja, wir haben genug Discs, wir könnten jetzt speichern und gleich. Aber wenn wir jetzt den Spielstand verlieren, werden wir es nie wieder anwerfen. Ich sag's nur. Oh, da ist ja wieder so ein Ding. Wow, das ist ja gemein. Deine Cheerleader. Zombie. Are you good? Ist das ein Cheerleader? Ja, jetzt rote Klamotten an. Das heißt, ich kann nochmal. Komm, wir speichern einfach mal jetzt. Ja, okay. Schon eine Weile her, dass wir gespeichert haben. Ja. Stunde? Okay, alles im Kasten. Nicht gesehen. Alles im Kasten. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Oh Gott. Der Projektormann. Das Wichtigste im Klassenraum. Oh Gott, Gott. Ne, wie hieß das eigentlich? Also ich kenne die Projektor. Ja, nee, das hat doch so einen anderen Namen. Wenn da, wo du die Folien drauflegst. Ach so, ach ja. Oh Gott. Das sollte ich knacken können. Ein Folienprojektor, ich weiß auch nicht mehr. Oh nein, hier kommt bestimmt gleich wieder. Er zielt von alleine da drauf. Achso, wegen der Scheibe, wegen Mann. Der Scheibe, genau. Oh, wir haben wieder. Nee, was hat der denn jetzt gemacht? Hä? Stand es nicht richtig? Okay. Falls ihr das noch wisst, wie man das früher in der Schule genannt hat. Das war irgendwie so ein altes Wort. Ich glaube auch was mit P. No idea. Dang it, das wurmt mich jetzt. Oh oh. Ich hab noch Munition, wa? Ich hab sie auch so ein bisschen weggeleuchtet. Ich glaube, wir müssen aber alles mal aufschießen, damit es weggeht. Ah, okay, wir nehmen auch davon Schaden, glaube ich. Ach, von diesem. Habe ich jetzt mehr? Nee. Von dem Nebelscheiß? Ich glaube schon. Dieses Buch ist doch interaktiv. Hier ist noch was zu erledigen. Anscheinend nicht. Esto es la foto del rey de España. Das ist ein Foto von Lana Del Rey aus Spanien. Ich wusste gar nicht, dass du die Sprache so gut beherrschst, ja. Robin. Das hat sie jetzt übrigens wieder automatisch gemacht. Oh, eine kräftige Yay. Taschenlampe.
Okay, warte, hier so. Das ist die Herausforderung. Klebeband? Klebeband. Hä? Ja, und jetzt? Jetzt musst du ja erstmal. Ich glaube tatsächlich, ich kann das nicht, weil ich die Pistole schon. Oder kann ich hier irgendwie. Zerlegen kannst du machen. Okay, also. Zack. Hast du ganz viele Einzelteile von der Pistole. Aber warum macht er das denn nicht? Muss ich auf die. Okay. Vielleicht geht das mit der nicht, die ist zu krass. So, auf die Pistole? Doch. Ja, doch, okay. Ey! Dieser Schlampe sieht auch exakt so aus wie die in Alan Wake. Die man halt on bekommt. Drück mal auf Viereck. Hier gibt's nichts mehr für uns. Tschüss. Tschüss mit Öl. Gott, dieses gut aufgelöste Ding da. Mich erinnert die Musik auch ein bisschen an Black Mirror. Na, nee, Black Mirror ist schon sehr anders. Es gab so einzelne Szenen, wo, wenn man so, wenn die so im Hintergrund lief. Ja, aber da ist sie eigentlich ein noch deutlicherer Klangteppich. Ich glaube, hinter uns kam. Manchmal kommt diese Korruption so und ist dann wieder weg. War ja auch gerade. Da muss man einfach aufpassen, dass man nicht reinrennt. Wie du läufst. Alles gut. Hier ist noch was. Da ist ein Tuch vor. Das geht nicht. Wie das sogar, guck mal. Over. Ein Stück Papier, hier ist etwas hineingekritzelt. Und wieder weggestrichen. Ich brauche Licht, damit ich es lesen kann. Sure. Guck mal, bei dem Stuhl merkt man so ein bisschen die dynamischen Schatten. Wow, okay. Aber deswegen führt das zu Problemen mit den zwei Taschenlampen. Ich bin auch hier im Licht. Du brauchst wahrscheinlich ein bestimmtes Licht. Kann ich das vielleicht kombinieren? Oder verwenden? Nee. Hier hast du Licht. Ja, nee, ich glaube, ich wusste jetzt nicht, wie das funktionieren soll. Hier ist noch was zu erledigen. Spamming the X-Buttons. Ja. Hier geht's auch noch weiter, ne? Ah, okay. Das zählt bestimmt noch dazu. Ja, ja. Ach, ja. Ja, das ist der Code. Wir müssen. Hey, wie kann man denn. Auf dem Papier steht der Code drauf, aber. Hier das Licht? Was ist das hier? Nichts. Ja, was meinen Sie jetzt mit dem Licht, ne? Weil hier, guck mal, hier leuchtet ja sogar ein Licht extra. Jetzt kann ich mehr sehen, tatsächlich. 2,4 sehe ich jetzt schon. Ich glaube, der reagiert tatsächlich darauf, wie hell es ist. Meinst du? 2,4 und das letzte ist auch eine 2. Warte mal, wird das deutlicher, wenn ich's. 2,4,3,2, glaube ich. Wie ist denn eine 3? 2,4,3,2, wenn du sagst. Probier mal. Waren es nicht 5 Dinger? Mhm. Es klappt. Der Tom, Alter. Hatten wir nicht schon Schlüssel zur Bibliothek? Jetzt haben wir noch einen. Hä? Warte mal. Nee, die Handy. Lehrerzimmer, Bibliothek, Lehrer. Wir hatten doch gerade schon Schlüssel zur Bibliothek aufgenommen. Lieber Leonard, lieber Herbert, ich wende mich an Sie als Ihr Freund. Ich komme gerade von der Konferenz in Seattle, bei der Ihr gemeinsames Buch Ewiges Leben ist möglich eine Bombe eingeschlagen hat. Können Sie schon dieses Buch? Ewiges Leben geht? Ihre Entdeckungen stehen in völligem Widerspruch zu den Theorien von Dr. Leon Korsenberg und der Rat wird aller Wahrscheinlichkeit nach ablehnend reagieren. Es gibt nicht wenige scharfe Kritiker und diese Kritiker fürchten, dass ihre Forschungen unmoralisch sind und ein schlechtes Licht auf die gesamte Wissenschaft werfen. Ich habe die Aufzeichnung analysiert. Ihre Theorie richtet sich ganz sicher gegen die allererste Regel medizinischer Ethik. Ohne Unterstützung eines namhaften Wissenschaftlers werden sie wohl in Vergessenheit geraten und ich selbst bin leider nicht bedeutend genug, um das zu verhindern. Vielleicht finden sie Hilfe außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Ich fürchte, dass sogar Strafmaßnahmen gegen sie nicht ausgeschlossen sind. Ich kann ihnen nicht dringend genug raten, ihre Aufzeichnung an einem sicheren Ort zu verwahren. Meine lieben Freunde, ich wünsche ihnen alles Gute. Kennen sie schon Schulen als versteckte Orte vielleicht? Ihr treuer Freund, Wald Keridan. Ach, der Wald. Der Wald Keridan. Also, sie haben einfach ewiges Leben gefunden und die wissen so, Ja, ewiges Leben in Anführungszeichen mit dieser
parasitären Pflanze. Ich weiß, dass hier noch was sein muss. Hier? Frag mich nicht. Ist hier irgendwo. Erstmal auf die Map gucken. Nein, das heißt ja, dass hier ein Item ist. Also wird hier noch irgendwo ein. Ja, ja, ich will nur trotzdem mal. Ja, da muss ich X drücken. Aber wir haben noch keine Karte gefunden von der Bibliothek. Ah, right. Ist hier irgendwo noch ein Automat? Warum eigentlich nicht? Vielleicht fehlt uns das ja, vielleicht hängt hier irgendwo eine Karte. Ja, die leuchtet immer. Das war immer so ein Leuchten, das die haben vorne. Die war das waren hier. Ja, okay. Ja, haben wir. Können da lang. Haben sonst alles abgesucht. Hier gibt's nichts mehr. Warte mal kurz. Ja, das war die Karte. Nee, da ist noch ein Raum, den wir nicht gecheckt haben. Wo? Oder ging's da einfach rein? Nee, da waren wir drin, ne? In dem einen Raum, der. Nee, obwohl dann wäre doch der rote. Nee, stimmt, du hast recht. Pfeil da. Du hast recht. Das tut mir so leid, deinen Charakter zu sehen. Die schleppt sich hier so durch. Ist das dann der Raum? Mhm. Hier wird bestimmt nichts Schlimmes drin sein. Okay, ich richte mal die Pistole aus. Gott. Oh Gott! Oh, jetzt sind viele Dinge drin. Ich weiß nicht, was das ist. Egal. Easy. Du hast das gemacht, ohne hinzugucken. Ja, ich hab, Arbeit, Tom. Erzähl ja von alleine dahin, deswegen. Da liegt er. Ich bin ganz sicher, hier ist noch was. Hier ist noch was. Projektor? Nee. Das war anderes, das war das, was wir Projektor, schon hatten. Projektor, was war das, genau. Hier kommen wir. Nee, ist das so ein Weißt du, was wir hier machen? Guck mal, hier könnten wir jetzt. Ach, du hättest da jetzt den das weg. Zettel. Ja, ja. Den Zettel. Hast du, ich weiß gar nicht, wie du es geschafft hast, aber du warst einfach. Man hat es halt leicht schon so durchgesehen. Ja, aber es war auch mehr als am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt. I'm not sure. Frage ist, ob er jetzt ganz halt sagt, dass hier noch was ist, weil wir halt dieses Rätsel übersprungen haben. Nee, okay. Ach so. Also wirklich, weil du da jetzt einmal drauf geklickt hast? Das ist eigentlich super gut. Das jetzt zeigt einfach die interaktiven Objekte in der Umgebung. Genau, ob man sie schon entdeckt hat oder nicht. Genau. Jetzt bist du auch am. Ja, wir sind beide. Rumwein. Wie viel haben wir denn? Nehmen wir einen. Das ist. Wegen mir kannst du auch mal die erste Hilfe einfach nehmen. Nee. Ich bin mir sicher, ich bin mir nicht sicher. Das aus. Aber ich vermute, dass es noch eine. Eine Stufe stärker geht. So, du kriechst auf dem Boden. Ja, so wie in irgendwie Never Dead oder so. Am Ende von Metal Gear Solid. Oh Gott. Okay, ich tu uns mal einen Gefallen hier. Ja, besser. Das finde ich super interessant, dass so eine zusätzliche Lichtquelle reicht. Oh. Neuerlicher Schicksalsschlag für die Familie Friedmann. Die Gemeinde trauert um Leonard Friedmann. Huch. Mit ihm verliert die Stadt einen brillanten, gewissenhaften, dynamischen Forscher. Leonard hat stets die Arbeit der beiden Brüder vorangetrieben, ohne dabei vor Hindernissen zurückzuschrecken. Die wissenschaftliche Gemeinschaft erklärte trotz der Differenz mit dem Brüderpaar, er war einer von den wenigen, die uns mit 7 Meilen Stiefeln Fortschritte machen ließen. Wie alle Ereignisse im Zusammenhang mit dieser ungewöhnlichen Familie ist auch der Tod von Leonard Friedmann rätselhaft. Obwohl er ein guter Pilot war, verlor Leonard die Kontrolle über sein Flugzeug und stürzte ins Meer. Sein Zwillingsbruder Herbert, der einzige Überlebende dieses schrecklichen Unfalls, wurde aus der offenen See vor Long Island gerettet. Also etwa, dass es keine Überreste gab, die man gefunden hat von ihm, das ist ja komisch. Was willst du damit sagen? Hier ist noch was, ich weiß das. Dass der Direktor seine Schule genutzt hat, um seinen Bruder wieder zu versuchen, wieder zu beleben. Mr. Friedman, die Schule. Oh. Wieso seid ihr nicht daheim? Ist er auch. Was macht ihr hier? Entschuldigung, sind Sie ein verwirklicher Professor? Hier auf dem Schulgelände? Habe ich doch gar nicht gemerkt. Das ist bestimmt Leonard und Herbert ist tot. Und der verrückte Forscher ist der Überlebende. Mr. Bolton ist hier. Ja, er meinte, sie helfen uns. Geht sofort zum Hausmeister. Er lässt euch raus, ich sag ihm Bescheid. Und lasst euch vor morgen früh nicht mehr hier bleiben. Gut, dass der ganze Grund, warum wir sind, einfach nur unversehentlich eingeschlossen. Ihr könnt hier jetzt nichts tun, also verschwindet. Und der ist doch ganz entspannt. Wow! Oh, jeez. Das ist Kussi-Welt untergegangen. Okay, ich glaube, wir haben ein Kapitel abgeschlossen. Ja, wenn Tageszeit voranschreitet, weiß man Bescheid. Ja, wie Spider-Man. Man hat was geschafft. Ging voran. Okay, wollen wir dann hier? Ja, würde ich sagen. Das war super. Das ist ein schönes Spiel. Ich will, wie gesagt, nicht versprechen, dass wir das weiterspielen. Deswegen behandelt das erstmal als vorläufiges Ende dieser Serie, weil, ne? Alles aufgenommen. Eigentlich hatten wir auch vor, heute was anderes aufzunehmen, aber. Ja, genau, also die anderen Sachen, Onimusha und so, wir sind jetzt zu zweit, wie ihr seht, weil Leo leider doch nicht vorbeikommen konnte. Ist natürlich nicht ideal, wenn wir zu zweit sind, aber hat jetzt zu Obscure perfekt gepasst. Das stimmt, ja, und außerdem passt es auch zu Halloween, von daher. Scary! Obscure!
Ebenezer Scrooge. Auf! Lass das, bist du irre?